Na gut, dann laufen wir mal raus. Ich glaube, es läuten draußen die Glocken. Boah, ist das duster. Ich sehe kaum noch was. Tür auf. Achtung. Nicht so laut. Alter. Boah, bleib mal geschmeidig hier. Der macht hier einen Lärm, das glaubt ihr nicht. Aber jetzt habe ich eine Duffel gefunden. Oh, Hunting Rifle Barrel. Oh, yes, yes, 460. Ich habe aber schon einen besseren, wie ihr hier sehen könnt. Also scrappen wir den. Genauso wie diese Dose und Wooden Club, ein 566er. Interessiert mich, weg damit. Magnum-Halter. Hat leider keine Magnum dabei heute. Mann, diese Düsternis hier. Oh, guck mal hier. Poppelpilz. Also ich sehe so gerade noch was, aber ich habe auf dem zweiten Bildschirm echt nur... Ich sehe nur schwarz hier. Gut, dann düsen wir halt nach Hause, wenn es denn sein muss. Liegt hier noch was rum? Ja, der wurde ein Klapp. Ach komm, zur Not nehmen wir den auch noch mit. Oh. Shit, was passiert denn jetzt? Irgendwer greift da gerade was an. Ich muss mich verdünnisieren. Apropos verdünnisieren. Ja, ich bin ja voll, genau. Jetzt nochmal in Richtung Bücherei. Ich hoffe, die Horde ist da hinten abgehauen. Ich hoffe, ich weiß. Sie ist abgehauen. Ein Licht in der Nacht. Oh, ist das dunkel. Alter, ist das dunkel. Kriegst du doch die Krise. Das ist voll dunkel. Und ich glaube hier... Ich hau hier ab. Ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. So, vorsichtig um die Ecke gucken. Boah, Tag 18. Boah. Immer noch empty bookstore bookcases. Wir müssen hier tatsächlich mal ausleuchten. Ich habe jetzt aber auch gar keine Fackeln dabei. So, das heißt für mich, jetzt muss ich tatsächlich nach Hause und zwar im Eiltempo. Im Eiltempo. Oh, Don spielt Robocraft. What the fuck is Robocraft? Wenn uns Scarbeater wieder den Frost bitten, Heartbeat bringt. Komisch, die ganze Straße ist frei. Gleich, wenn wir zu Hause sind, ist die Nacht natürlich vorbei. Ich muss wieder Sachen ablegen. So, mal kurze Pause hier. Ah, jetzt ist nicht mehr alles schwarz-weiß. Jetzt ist das Auto schon leicht gelb geworden. Hat so ein Eigenleuchten bekommen. Ah ja. Ah ja, der Mond. Irgendwo scheint der Mond da drauf. Schon seltsam, ne? Wo ist denn der Mond? Ich sehe keinen Mond. War das? Oh, nur eine Spiegelung. Das ist so dunkel auf der rechten Seite, wie ich das sehe. Ist unglaublich. Und das tue ich euch an. Naja, ihr habt es nicht anders verdient. Wer das guckt, ist selbst schuld. So, wir haben einen Platz habe ich tatsächlich noch frei und ich habe hiervon nichts mitgenommen. Na komm, nehme ich gerade mal. Obwohl einer so ein bisschen wenig ist, ne? Wir haben es gleich geschafft. Es sieht schon schön aus da hinten, muss ich sagen. Also schon ganz nett.
Ja, das ist schon ganz nett, wenn man hier so hochkommt. Voll erleuchtet. Ich knipse mal einfach hier, komm. Ist ja Wurst. Hier knipse ich auch nochmal. Ups, nicht oben jetzt. So, und jetzt ganz schnell in die Hütte rein. Ach, puh. Das nächste Mal nehmen wir Fackeln mit. So, hier, ich komme mir wesentlich wohler vor, wenn ich hier in voll erleuchtetem Gebiet bin. Boah, geil. Oh, diese düstere Atmosphäre. Diese supergeile, düsterste, allerdüsterste Atmosphäre. Warum ist das hier geteilt? Deswegen, ach, das. Sniper, gib mir bitte Sniper Barrel. So, ein anderes Haarschnitt. Dann wollen wir hier ein bisschen zusammen stotze. Waffe zu Waffe. Bandages zu Bandages. Wir haben auch Alkohol. Das heißt, wir lassen ein Bloodbag hier. Wir nehmen den Alkohol. Wir nehmen... Wo ist die Bandage denn jetzt hin? Da unten. Zwei Bandagen, zwei Alkohol. Und zwei Duct Tape. Alles Paletti. Kling, kling. Einer unten, einer oben. So wie üblich, so wie der Fehler halt so üblich ist. Alles klar, ihr seht's. So, wir tun den Rest, nehme ich jetzt auch noch weg. Das ganze Ölgeschisse und den hier kann ich jetzt zusammen assemblen mit dem Sniper Barrel. Ah, schon mal nicht schlecht. Et kut. Shotgun weg, Sniper Rifle weg. Oh, ist das durcheinander hier. Wir brauchen demnächst eine zweite Kiste. Fleischkartoffel. Ja, die Pflanzen tue ich mal hier runter, die ich pflanzen kann. Inklusive euch. 6 Stück Goldenrod Tea. Drink it, baby. Oh. Der hat mal so richtig gut getan. Okay, wir haben wieder Platz. Wir sehen, wir haben Platz. Die Ranch hat noch 381 Durabilities. Diese Ranch tue ich mal als Ersatz hier oben rein. Total unaufgeräumt hier, ne? Was für ein Blödsinn. So, und den brauche ich nicht wirklich. Ich habe meine Steel Pickaxe. Da unten ist die Steel Pickaxe. Die tue ich weg. Ja, die hält nicht mehr so lange. 94 Stück noch, mehr egal. So haben wir mehr Platz hier unten drin. Okay. Nacht ist vorbei. Die Karte sagt, wir haben noch viel zu erkunden. Vielleicht gibt es ja tatsächlich noch eine nahegelegene Stadt hier oben, aber ist natürlich unwahrscheinlich. Die hier sind schon recht nah beieinander. Wenn ich das so sehe, obwohl eine müsste vielleicht hier irgendwo sein. Da geht auf jeden Fall eine Straße lang. So, die müsste da wieder an. Da könnte man vielleicht noch fündig werden. Ich könnte aber auch direkt hier weiter hochgehen. Könnte ich tun. Upsala. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich mache jetzt erstmal eine Pause. So, ich muss jetzt erstmal eine Pause machen. Zack, mache ich schon mal Pause, damit wir auch fröhlich rumlaufen können. So, ihr wisst jetzt Bescheid. Wir haben die zweite Bücherei immer noch nicht doppelt ausräumen können. Bei der ersten ging es dann schon. Da wusste ich ganz genau. Am siebten Tag habe ich sie ausgeräumt. Hier bei der zweiten, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das hat einfach zu lange gedauert. Ja, dann müssen wir warten. So, an dieser Stelle vielen Dank nochmal fürs Zugucken. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gleich nochmal eine Runde, noch ein Stündchen aufnehme. Ich brauche jetzt erstmal einen leckeren Kaffee. So, Musik ist zack, aus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.